Hallo, hier ist Muro wieder. Gestern sprach ich über den Kyosaku, ne, und dass der in Japan tatsächlich hauptsächlich als Weckstab verwendet wird. Das heißt, um schlafende Mönche aufzuwecken. Ne, oder wenn sich jemand sehr müde fühlt, ne, dann bittet er vielleicht auch von sich aus mit Gassho darum. Und weniger der Entspannung dienen soll. Ne. Ein bisschen anders ist es vielleicht im Westen. Ne. Gut, es gibt auch Leute in Deutschland oder in Europa, die während einem Säckchen mal einschlummern, aber es ist ein sehr viel weniger verbreitetes Problem als in Japan, wo auch in Antaishi habe ich das immer wieder erlebt, dass fast die ganze Halle schnarchte. Ne? Und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass zwar nicht in Antaishi, aber in den meisten Klöstern es so sind, dass so ist, dass die Leute, die Mönche, da nur deshalb sind, weil sie zufällig das Pech hatten, in einem buddhistischen Tempel als der erste Sohn geboren worden zu sein. Und das bedeutet, dass ihr Vater und die Gemeinde von ihnen erwartet, dass sie den Job von ihrem Vater später mal übernehmen. Ne? Also ein bisschen so, als wäre es in Deutschland so, dass der Dorfpfarrer von seinem Sohn erwartet, dass er dann der nächste Pfarrer wird. So ist es zwar in Deutschland nicht, aber wenn es so wäre, so müsste man sich das vorstellen, dass der dann gar keine andere Wahl hat, als nach dem Abitur Theologie zu studieren und dann, wenn er das Studium abgeschlossen hat, dann kommt er zurück ins Dorf und wird der nächste Dorfpfarrer. Auch wenn er sehr viel lieber, was weiß ich, Bäcker geworden wäre oder Fußballspieler. Ne? Aber als erster Sohn in Japan hat er diese Option nicht. Ne? Das heißt, die Leute im Sazen, die fühlen sich gelangweilt. Ne? Die sitzen ja nicht da, weil sie da sitzen wollen. Sie langweilen sich zu Tode und schlafen ein, wenn man sie nicht regelmäßig weckt. Ne? Wobei nach meiner Erfahrung, ne, du kannst sie so oft schlagen, wie du willst. Ne, 5 Minuten später schlafen sie wieder ein. Ne. Und im Rinnsal war es so, dass die Leute zum Teil geblutet haben. Ne. Also ja, hier ist nochmal ein anderes Modell, ne, aber auch sehr dick. Ne. Also gut, das ist das Ende, mit dem man es hält. Ne, aber auch dieses Ende. Ne, und das ist ein sehr stabiles Holz. Ne, wenn du im Winter damit auf jede Seite 4-mal geschlagen wirst und das zum Teil mehrmals während einer Periode. Irgendwann schwillt dann hier das Fleisch an und dann platzt es und dann hast du Wunden. Ne? Zum Teil die älteren Mönche, die zeigen dir dann auch ganz stolz herum. Ne? Hier, guck dir mal meine Wunden an, ne? Und du klagst darüber, dass du Schmerzen hast in den Schultern. Ne? Also im Rinnsal, die Schmerzen in den Knien und in den Knöcheln konntest du vergessen. Das waren die Schultern beim Sazen, die einem wehtun. Ne? Wie dem auch sei, ne, warum ist das so? Ne? Die Leute sind da nicht aus eigenem Willen. Ein anderer Unterschied könnte sein, du musst in Japan für die Praxis nichts zahlen. Ne? Also in Deutschland oder überhaupt in Europa sind wir es gewohnt oder ganz selbstverständlich, wenn du zum Säckchen willst, du zahlst fürs Säckchen. Ne? Oder wenn du ins Dojo gehst, du zahlst deinen Monatsbeitrag da. Ne? Und wenn du, was ja nicht ungewöhnlich ist, zum Teil 100 Euro oder so für einen Tag zahlst, Sechin, dann willst du nicht die Zeit verschlafen. Ne? Du willst was für dein Geld. Ne? Und auch wenn du gehört hast und weißt, es geht nicht darum, etwas zu erreichen, ne? Du willst trotzdem, wenn du nach Hause kommst, das Gefühl haben, ja gut, dass ich beim Sechin war. Ne? Und in Japan ist es eher umgekehrt so, dass die Leute nicht aus eigenem Willen da beim Säckchen sind, sondern sie müssen das, um ihren Meisterbrief irgendwann mal zu bekommen. Und sie bekommen sogar ein bisschen Taschengeld dafür. Ne? Das heißt, es ist ein bisschen so wie Dienst nach Vorschrift, wenn die ein Säckchen machen. Ne? Okay, wir setzen uns jetzt hin. Weil wir das müssen wir, ne? Aber
wenn du zwischendurch noch Nickerchen halten kannst und das wird nicht bemerkt von dem Typ mit dem Kyosaku, denn der ist ja auch müde, ne? Das habe ich auch schon erlebt, ne? Dass plötzlich irgendwo im Raum, in der Halle, das Geräusch von einem Kyosaku, der auf dem Boden fällt, zu hören war, weil der Typ mit dem Kyosaku so müde war, dass er im Stehen eingeschlafen ist. Er hat den Stab fallen gelassen, ne? Das kommt auch vor, ne? Sesshin in Japan, in einem Kloster, wo hauptsächlich Tempelsöhnchen sind, ne, das bedeutet in der Regel Dienst nach Vorschrift, ne? Und die Klosterleitung, der Abt, versucht dann zumindest ein gewisses Maß an Disziplin aufrechtzuerhalten, eben dadurch, dass man diesen Stock verwendet, ne? Und es gibt wenige Ausnahmen, zum Beispiel die Eko, die jetzt die neue Äbtissin ist in Antaishi, die war für 2 Jahre in einem Nonnenkloster in Nagoya und da musste sie monatlich bezahlen, um da trainieren zu können. Das ist für mein Gefühl sehr ungewöhnlich. Also ich musste weder in Antaishi noch in Hoshinji noch in Tofugoji, in dem Rinzai-Kloster, einen Pfennig bezahlen, ne? Für die Zeit, die ich da war. Und das war, ist in Japan eher normal. In Antaishi bekommt man kein Taschengeld, aber sowohl im Tofugoji als auch im Hoshinji bekam ich auch ein bisschen Taschengeld dann, ne? Und die Eko, die musste pro Monat 10.000 Yen bezahlen. Das sind 80 Euro. Das heißt also am Tag knapp 3 Euro, ne? Das ist immer noch total billig, ne? Aber gut, im Jahr zahlst du dann so um die 1000 Euro und das Geld muss ja auch irgendwo herkommen, ne? Das heißt, wenn du kein Einkommen hast, entweder du hast Ersparnisse oder du gehst dann mit den wenigen Ferien, die du bekommst, dann gehst du betteln während der Zeit, um dir diese 1000 Euro, die du brauchst im Jahr, zu verdienen, ne? Das ist aber eben, wie gesagt, sehr ungewöhnlich, ne? Und vielleicht ist das auch ein Unterschied, ne? Weshalb wir im Westen da eher verkrampft sind, ne? Jetzt habe ich 500 Euro bezahlt für ein 5-Tage-Session, jetzt will ich aber was da zurück dafür, ne? Du willst was haben, ne? Erleuchtung ist kein Quatsch. Wenn Erleuchtung Quatsch wäre, wofür habe ich dann meine 500 Euro bezahlt, ne? Oder du hast irgendwo mal gehört, dass es darum geht, loszulassen, ne? Loslassen, loslassen, loslassen. Und jetzt versuchst du mit verkrampftem Gesicht loszulassen. Und dann, naja, kann es in der Tat auch mal helfen, wenn man mit dem Wegstab was auf die Schulter bekommt und zurückkommt in diesen Moment, in den Augenblick, ne? Natürlich sollten die Schultern nicht bluten. Ne, also Samurai-Geist und so weiter, Miyamoto Musashi, alles nicht falsch verstehen, bitte. Ne? Klar, sterben auf dem Kissen, aber es muss kein Blutbad im Dojo sein. Aber ich glaube, die meisten von euch wissen das ohnehin. Ne? Jetzt ist mein Laptop ausgegangen. Ich hoffe, ich habe hier noch ein bisschen Saft, damit ich auch zur nächsten Frage komme. Ne? Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Hallo Muho, fragt der Nächste. Im Soto gibt es die Tradition von Baikal-Yu-E-Sanka. Ich könnte mir vorstellen, dass die wenigsten von euch davon jemals gehört haben. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass der Fragesteller das kennt. Und da er es kennt, muss er es ja irgendwo gehört haben. Er muss sich auskennen. Ne? Baikal-Yu-E-Sanka sind so buddhistische Chorgesänge, könnte man sagen. Ne? Wobei jede buddhistische Sekte in Japan, jede Schule ihre eigene Schulrichtung hat. Ne? Das sind die Liu, die es ja auch in den Kampfkünsten gibt. Ne? Da gibt es im Karate den einen Liu und den anderen Liu. Ne? Also alles verschiedene Schulrichtungen, beziehungsweise im Tee gibt es ja auch Omote-Senke, Ula-Senke, ne? Und alle haben ihren eigenen Liu, ihre eigene Stilrichtung, ne? Und Baikal-Liu, das ist die Soto-Richtung, ne? Und E-Sanka ist eigentlich für mein Gefühl auch eher eine ungewöhnliche, wie sagt man, Nennart, ne? Normalerweise spricht man von Go-Eka, ne? Aber im Soto spricht man auch von E-Sanka. Und man kann sich das auch auf YouTube angucken. Ne? Also es gibt eine Baikal-Yu-E-Sanka, einen Kanal bei YouTube. Den werde ich verlinken, beziehungsweise es gibt auch Videos, wo das demonstriert wird, ne? Wo Mönche eben diesen
traditionellen buddhistischen Chor machen, diese Gesänge. Der Fragesteller spricht von Zen-Songs, ne, also Lieder. Ne, also es ist mehr eine rhythmische Rezitation. Laut Wikipedia schon über 1000 Jahre alt. Ne, also das gibt es schon bevor es Soto gab, offenbar. Ne. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es besonders jetzt im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert verstärkt gefördert wird. Auch um so ein bisschen von dem Image wegzukommen, dass in den buddhistischen Tempeln ja nur Beerdigungen gemacht werden, ne? Sondern um auch Leute, die mehr wollen als Beerdigung, die jetzt aber auch vielleicht keinen direkten Zugang haben zum Zen, wo man einfach nur schweigend vor der Wand sitzt, um die auch ja sozusagen zu gewinnen oder um denen einen Ort anzubieten. Ne? Also ein bisschen so wie im Westen der Kirchenchor. Ne? Da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die vielleicht jetzt weniger Interesse haben an Bibelkreis und theologischen Spekulationen, ne? Was jetzt irgendwie ja mit der Dreieinigkeit und was das jetzt alles mit sich auf sich hat, ne? Und stilles Gebet auch gut, die aber auch gerne in die Kirche kommen, weil man da gemeinsam miteinander singt und da ist der Kirchenchor und man ist Mitglied davon und man trifft sich mehrmals im Monat, um gemeinsam miteinander zu singen. Ne? Und Goeka wäre jetzt das buddhistische Pendant davon. Ne? Ich habe das Gefühl, dass das besonders in den letzten 150 Jahren, als Japan sich geöffnet hat und auch die Christen angefangen haben, im Land zu missionieren, dass das eher populär wurde, um da so ein gewisses Gegenangebot auch zu haben. Ne? Der Fragesteller will dann noch etwas von mir wissen, was es für mich bedeutet, das sage ich dann morgen. Ne? Bis dann. Viel Spaß mit den YouTube-Videos, die ihr euch dann schon angucken.